Und in Istanbul begrüße ich die Ehefrau von Deniz Yücel. Guten Abend, Dilek Mayatürk Yücel, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Frau Mayatürk Yücel, wie geht es Ihrem Mann derzeit? Jetzt sind 200 Tage vergangen, die Anklageschrift liegt noch nicht vor, Deniz ist in Isolationshaft. Ich sehe Deniz einmal pro Woche eine Stunde. Es geht ihm gut, sowohl psychisch als auch geistig. Er versucht, sich so gut es geht zu beschäftigen. Er bekommt täglich 6 Zeitungen. Er liest Bücher, er schreibt. Außerdem hat er einen kleinen Hof, in dem er Sport treibt und versucht, sich körperlich fit zu halten. Er wartet darauf, seine Anklageschrift zu bekommen, was normal ist. Das ist das, was hätte geschehen müssen, was aber immer noch nicht geschehen ist. Was aber nicht vergessen werden darf, Deniz ist isoliert. Isolationshaft an sich ist eine Menschenrechtsverletzung. Und draußen gibt es viele gegensätzliche Stimmen. Manche stehen nach wie vor mit großer Solidarität hinter Deniz. Aber es gibt genauso viele, die ohne Deniz zu kennen oder vielleicht jemals auch nur einen seiner Artikel gelesen zu haben, nicht an die Wahrheit glauben, sondern an die ihnen verzerrt vermittelte Wahrheit. Die versuchen, ihn zu behindern. Mögen es nun Staatsbedienstete sein oder ganz normale Menschen, wenn über Deniz gesprochen wird, und noch einmal, ob es eine staatliche Autorität ist oder ein normaler Mensch, jeder sollte sich stets klar machen, dass es hier in erster Linie um das Leben und um die Freiheit eines Menschen geht. Sie haben nun im Gefängnis im April geheiratet. Seitdem sehen Sie Ihren Mann einmal die Woche für eine Stunde. Wie gehen Sie denn mit dieser Situation um? Natürlich ist es schwer. Ich kann nicht behaupten, dass es leicht wäre. In mir bricht jeden Tag ein Sturm los und da draußen sind es sogar Orkane. Aber ich habe jetzt gelernt, meinen eigenen Weg zu gehen. Und solange es Deniz gut geht, geht es mir auch gut. Was besprechen Sie eigentlich in der kurzen Zeit, die Sie einmal die Woche haben, miteinander? Letztendlich haben wir eine Stunde pro Woche, in der wir getrennt durch eine Scheibe per Telefon miteinander sprechen. Versuchen Sie sich das mal vor Augen zu führen. Das ist eine vollkommen unnatürliche Umgebung, die darauf angelegt ist, Menschen voneinander fernzuhalten. So verlaufen die Besuche dort. Die Häftlinge werden hinter der Scheibe vorgeführt. Und genau deshalb versuche ich, so gut ich kann, in dieser einen Stunde möglichst natürlich das, was ich sehe, das, was er nicht sieht, kann und was ich empfinde, zu beschreiben. Ich richte die Grüße seiner Freunde aus, wir reden darüber, was ich mache, darüber, was er macht. Manchmal versuchen wir, das gleiche Buch zu lesen, um darüber sprechen zu können. Wir reden über ganz menschliche Dinge. Deniz ist in Isolationshaft, vergessen Sie das nicht. Sie sagen das so selbstbewusst, aber welche Hoffnung haben Sie, dass Ihr Mann bald freikommt? Auf Ihre Frage kann ich Ihnen kein Datum nennen, denn es gibt noch keine Anklageschrift. Sobald die vorliegt, wird ein Verhandlungstermin anberaumt und im Gerichtsverfahren wird dann so oder so ein Urteil gefällt. Was sind denn Ihre Pläne, wenn Deniz Yücel wieder frei ist? Darauf habe ich keine konkrete Antwort. Zu unserem früheren normalen Leben zurückzukehren, möglichst normal zu leben. So einfach ist das, so wie Sie alle ein normales Leben führen. Dilek Mayatürk Yücel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ich bedanke mich.